So. Ja, schauen wir mal, ob ihr euch noch erinnert. Hier war ja irgendwie so ein abgefuckter, kranker, ich bin voll der heftige Junge und so ein Zeug. Der hatte gemeint, er braucht irgendwie den Modatrank, um die Gesundheit zu heilen. Allerdings ist er kein Kokiri und was mit Nicht-Kokiris passiert, das wird uns die Kleine hier sagen. Hey, der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist, ist verdammt. Jeder, sicher, hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Ich bin Hylana! Sehe ich aus wie eine Pflanze? Guck! Er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kein Kokiri ist, ist in diesen Wäldern verloren. Sicher hat er inzwischen... Ich lese zu schnell. Sicher hat er inzwischen auch in eine Pflanze verwandelt. Alles, was von ihm übrig blieb, ist diese Säge hier. Die Medizin besteht aus Waldpilzen. Gib sie mir, ja? Jo. Säge! Du hast die Motorrad gegen die Säge angetauscht. Der komische Kerl hat hier wohl liegen lassen. Wirst du auch du dich verwandeln? Das ist die Frage, weil ich ja wie gesagt kein Kokiri bin. Ich bin ja Hylana. Ich sag das jetzt 100.000 Mal am Tag. So, hier nehmen wir wieder die fette Abkürzung. Yo. Nein, ich will da nicht rauf. So, wunderbar. Ja, was könnten wir mit einer Säge anfangen? Wenig. Wenig. Wir können mit einer Säge, um genau zu sein, gar nichts anfangen, außer sie irgendjemandem zu geben. So. War das jetzt Zeldas Wiegelied oder Ifonas Lied? Nein, das war Ifonas Lied. Hä, ich habe das richtig gespielt. Ich bin voll gut. Ifona, komm her. Wir müssen jetzt einen kleinen Ausflug machen. Und können auf dem Weg vielleicht noch zwei Gespenster holen. Jawohl. Einer dürfte hier bei dem Felsen sein. Hey, der Weg durch geht doch den Fels durch. Seht ihr das? So. Ja, man merkt schon, ich habe das so ein bisschen eine Geisterkarte in den Kopf. Also ich habe das schon unglaublich oft gemacht und weiß natürlich, wo die ganze Kacke hier ist. Was natürlich ein Vorteil ist für euch, weil ihr euch nicht ansehen müsst, wie ich 1000 Jahre lang versuche, irgendwelche Geister zu finden. Reite hier durch, Ivonor, und sammel Pfeile ein. Nein, du bist so scheiße. Oh, komm her. Ah ja, der nächste. Ah ja. Das ist mal eine Verfolgungsjagd. Ich bin gerade etwas leise, weil ich so konzentriert bin. Ah. Yes! Skillshot in your face! In your motherfucking ghost face! So. Wunderbar, dann haben wir die nächsten zwei Geister. Dann haben wir schon 5. Ja, Ifona, du kannst jetzt sicher da nicht drüber springen, so blöd wie du bist. Ja, du kannst. Das ist ja Wahnsinn. Aber das hilft uns nichts, weil wir müssen hier trotzdem außen rum reiten. Oh, du bist voll das Springpferd. So, dann haben wir 5 Geister. Jetzt weiß ich noch 1, 2, 3, weiß ich noch sicher. Ah, 4. 4 Geister weiß ich noch, wo sie ungefähr sind. Den 5. Ja, der wird sich schon ergeben. So, ja, das hier ist das Gerudo-Tal. Ich glaube, wir waren hier als Kind noch gar nicht. Ich glaube, wir waren hier noch nicht als Kind. Als Kind ist halt da so eine Tusse direkt an der Brücke, so eine Gerudo-Kriegerin sagt so, hey, kommst du nicht rein, Mann? Das ist nur für Erwachsene und bla bla bla. Und wenn man als Erwachsener hingeht, oh, Brücke kaputt, scheiße gelaufen. Man kann hier über diese Brücke mit 2 verschiedenen Methoden. Entweder man springt so stylisch mit Ifona rüber oder man ist richtig cool und, ja, macht es nicht mit Ifona. Ach, was will ich ein Lied spielen? Das ist so geil, die Stimme. Oh, das ist ja meine Säge. Aber ich dachte, ich hätte sie bei der alten Frau liegen gelassen. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Bigaron-Schwert. Du müsstest es nur von einem Goron reparieren lassen.
Ich würde es gegen die Säge eintauschen. Gibst du es mir? Freiling! Guter Junge, vielen Dank. Ich kann dir zwar nichts sehr Wertvolles zum Tausch anbieten, aber vielleicht ist das ja okay. Du hast die Säge gegen ein zerbrochenes Koronenschwert angetauscht. Besuche damit Picoron. Yo! Dann machen wir mal... Oh Gott, die Kantate des Lichts. Ich kenne dich nicht. Wie spielt man dich? Kantat des Lichts. Oben, oben. Okay, alles klar. Aber ich dachte... Hier ist irgendwo so ein komisches Skulltula-Viech. Ein Moment mal, kann ich mich hier... Oh, das wäre jetzt interessant zu wissen. Aha. Ich will da vorbei, das muss doch gehen. Das muss doch gehen. Komm schon, Link. Enttäusch mich nicht. Hey, Welt, ich sehe dich. Aber ich glaube, das war ja sowieso nicht drin. Ja, das hier ist kein Abschnitt, wo die Zeit nicht vergeht. Hat das gerade Sinn ergeben? Ich glaube nicht, nicht. So, ja, ich wusste doch, dass hier irgendwo ein Skulltula ist. Ah, ich habe es auch vorher gehört. Meins! Give it to me, baby. Aha! So, Gerudo-Tal. Ja, hier haben wir noch nicht alle. Das ist mir vollkommen klar. Da unten ist noch einer. Den kann man hier noch nicht ran. Den habe ich schon. Da muss ich als Kind sowieso noch mal her. Ja, ich muss als Kind hier sowieso noch mal her. Dann machen wir jetzt den hier. Dann gehen wir zurück zur Zitadelle der Zeit. Da ist es nämlich etwas kürzer zum Todesberg. Ja, zur Zitadelle. Außerdem kann ich wieder zwei Geister abgeben. Zitadelle der Zeit. Okay. Gut. Ja, es sind ein paar Sidequests zu erledigen. Mal keine Dungeons. Ich denke, das ist auch ziemlich entspannt. Kann ich eigentlich schon... Ah ja, ich habe die Vogelscheuchenpolka also gelernt. Das heißt, ich muss nicht nochmal zum Hyliasee. Das ist schon mal gut, weil ich brauche die, soweit ich weiß, im nächsten Lungion. Boah, Gott, diese scheiß Steuerknüppel. Dingsbums. So, dann geben wir die nächsten zwei Geister ab. Ja, ich will das hier machen. So. Ist hier nicht irgendwo ein roter drin? Ja, ich glaube schon, aber ich brauche jetzt keinen roten. Kristall meine ich. Ah, Moment. Ich muss dann, glaube ich, hier... Ich muss das herzeigen. Ich kann nicht sagen, guck mal, was ich hier habe. Nein, ich muss es irgendwie ins Gesicht strecken. Geist! Oh, Geist! Nun, Blinksbett, was erstaunlich. Das ist ja ein bla 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 bla. Ja, das ist dasselbe, was ich dir die letzten drei Male gebracht habe. Der muss ganz schön Asche haben. Der Typi hier. Bla. Ja, ich habe 400 Punkte am Nachtschwärmer-Konto. Gut, das ist boah, heftig hier. 400 Punkte ist das Beste, was es gibt. So, der nächste Nachtschwärmer. Ach Gott, Leute. Immer wieder das anhören. Das müsst ihr euch noch 5 Mal von mir anhören, dass ihr euch das anhören müsst. Ja. Also... Ich habe dir vor 10 Sekunden einen Geist gegeben und du sagst mir, nachdem ich ihn dir wieder eingebe, schon wieder genau dasselbe. Denkst du nicht, dass ich das noch nicht noch weiß? Ich meine, ich bin nicht dumm oder so. So. Ja, Epona. Wie war das Eponas Lied genau? Ich weiß gar nicht, ob sich das für die kurze Strecke überhaupt lohnt. Ich meine, ich muss extra das Lied spielen.
Da muss ich noch aufsteigen. Naja, ich weiß nicht. Aber Link selber ist alleine einfach so verdammt langsam. Ach, weißt du was? Ich hab voll den Plan, was ich jetzt tue. Ich hole mir einfach noch zwei Geister, wenn ich jetzt sowieso schon mal wieder unterwegs bin. Dann mache ich das so etappenweise und nicht am Stück. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen aufregender für euch. Und nicht so, drei Stunden Geister jagen, was für eine Scheiße. Bam. So. Den Geist hier habe ich noch nie anders fangen können, als hier auf die Kante zuzureiten. Und der verschwindet dann ziemlich schnell. Das heißt, hier muss man richtige Skillshots machen. Sagen wir mal, ob ich das hinkriege. Es gibt bestimmt eine andere Art und Weise, aber ich weiß es jetzt eben nicht. Ah! Nein! Bleib halt da! Ihr seht schon, das ist schwer. Man muss den wahrscheinlich das erste Mal treffen, bevor man ihn richtig sieht, wenn der Schädel von dem Pferd noch im Weg ist. Nein, was machst du denn? Ich hatte dich doch getroffen. Okay, nochmal. Ja, jetzt werden die ganz klugen in den Kommentaren schreiben, hey, wenn du unten vorbeireitest, dann gibt es auch. Ich glaube nicht, sonst würde ich es machen. Einmal. Nein! Du kleiner Lacker. Okay, ich versuch's jetzt mal wirklich mit unten drunter reiten. Vielleicht geht das ja auch. Dann werde ich mich jetzt ziemlich zum Deppen machen. Aber das ist mir doch egal. Ich mach das gerne. Aha. Er kommt nicht. Vielleicht von der anderen Seite. Ah ja, okay. Sehr schön. Also es geht deutlich einfacher. Ich habe es mir, glaube ich, die letzten 2 Milliarden Mal, wo ich das Spiel durchgespielt habe, ziemlich schwer gemacht. Weil ich wusste wirklich nicht, dass man da unten vorbei ist. Sehr schön. Ich dachte, ich habe jetzt aus Versehen nicht Nein gedrückt. So, dann holen wir uns den nächsten Geist, der ein bisschen asozial zum Fangen geht. Ich glaube, der war hier oben. So. Ja, den kann man sich aber anders fangen. Das weiß ich sicher. Ich muss jetzt nämlich aufpassen, dass ich den jetzt mit den nächsten 5 Versuchen oder so fange, weil ich habe nur noch 10 Pfeile. Und ich habe keinen Bock, dass ich mir zwischendurch auch noch Pfeile auflade. Ah, dann würde ich nämlich den Geist sein lassen. Aber es gibt ja eine Methode, wie man den auch noch fangen kann. Das weiß ich sicher. So, man muss sich hier hinstellen. Dann muss man sich drehen. Drehen musst du dich, Tierchen. So, dann sucht man sich eine schöne Vorzugsrichtung aus. Ah, und macht nicht das, was ich jetzt gerade getan habe. Sondern trifft auch. So, nochmal dasselbe von vorne. So, einstellen. Drehen. Dreh dich, Pferd. Du sollst dich drehen. Ja, jetzt habe ich noch einen Versuch, wenn ich so gut schieße. Oh Gott, das wird nichts. Das wird nichts, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, das wird nichts. Oh Gott. Ja, aber die Geister musst du zweimal auf einmal treffen. Also zwei Schüsse hintereinander. Also... Wenn er einmal spawnt, musst du ihn zweimal treffen. So, okay. Lassen wir das gut sein. Holen wir... Ja, jetzt bin ich so spät in die Stadt gegangen, dass es zwar Tag ist, aber wir nicht mal Tagmusik haben. Okay, hilft jetzt nichts. Müssen wir uns den Geist später holen. In der Zwischenzeit vielleicht ein paar Pfeile sammeln. Pfeile! I need more arrows, please.